Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Ich hoffe, es hat euch die letzte Folge so gefallen mit dem am Ende mit dem schnell laufen und ein bisschen Musik unten drunter. Das werde ich jetzt dann immer wieder mal so machen. Vor allem, wenn ich zum Beispiel so Abrissarbeiten habe, wie zum Beispiel, dass ich jetzt dann den Berg dann nach hinten verlegen will oder irgendwelche Stufen reinsetzen will. Das packe ich dann immer am Ende von der Folge. Und für diejenigen, wo halt sich sagen, ja, cool, schaue ich mir an. Könnt ihr euch angucken. Und für alle anderen, wir können dann sagen, okay, nee, das interessiert mich dann doch nicht so. Was hat jetzt das so getrieben? Wie gesagt, Anregungen gerne unten in die Kommentare damit. So, was ihr gesehen habt, ich habe auch noch ein paar Schweinchen besorgt und ein paar Hühnchen. Jetzt ist sozusagen der Vierer voll da drin. Was ich jetzt eigentlich bräuchte, ist, wir müssten endlich mal Karten finden. Das heißt, wir werden hier auch gleich noch mal ein bisschen rumlaufen und schauen, ob wir mal Karten finden. Machen wir aber erst am nächsten Minecraft-Tag. Wir müssen ja nicht alles übertreiben. Wenn wir ein paar Tierchen finden, können wir die auch mitnehmen. Also nicht für da rein, sondern mehr für da rein. Genau, dann am Schluss will ich auf jeden Fall hier mal den Berg ein bisschen anfangen, dass man dann da auch ein bisschen was hat und was sieht. Und jetzt ist es endlich dunkel. Mein Ziel, mein Träumchen wäre eigentlich, wenn ich am Ende von der Folge meinen Kochofen hätte. Kann ich aber nicht versprechen. So, wir haben jetzt hier mal unsere vier. Jawohl, und jetzt habe ich rausbekommen 12 Oak und 3 Äpfel. 25 und ein Sapling. Möchte nicht wissen, was das Ding kann, wenn das mal höherwertig ist. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt begreife, dass ich das überhaupt höherwertig kriege. Genau, halt. Wieso habe ich die Kartoffeln nicht auch noch geerntet? So, wir haben jetzt auf jeden Fall halt. Nee, Kartoffeln habe ich noch nicht gegessen. Karotten habe ich auch noch nicht gegessen. Rote Beete habe ich noch nicht gegessen. Das auch nicht. Keks schon. Melone. So, dann nehme ich dich jetzt wieder mit. Dass wir das auch haben. Okay. Also. Wir wollen auf jeden Fall mal Richtung Another Brick in the Wall. Das heißt, wir brauchen das. Das Messer haben wir schon geschnitten. Das heißt, das da brauche ich jetzt. Ihr habt schon gesehen, Holzbäumchen sind weg. Muss ich woanders hin verlegen. So, dann brauche ich jetzt das natürlich hier. Messer daneben. Und ich habe mein Wooden Form. Also falls das Ding eine Durability hat, man sieht es nicht. Weil ich habe schon mal gesehen, dass es gebrochen ist. Und so, wir claimen gleich mal. So, und dann muss ich dich jetzt erstmal nach hinten verfrachten. Bis es halt nicht mehr geht. Ich hoffe, dass ich dann ja auf dem schnellsten Weg dann Richtung 104 Unfired Coke Bricks. Das heißt, ich brauche Sand und Clay. Okay. Ich vermute, dass es so und so ist. Und du in die Mitte? Also das da kann ich rausschmeißen. Das Hammer.
Ah, und das andersrum. Okay. So, dann haben wir jetzt noch 25. Dreiundsechzig, 75, das heißt, ich brauche mehr Sand. Fünfundsiebzig. Neunzig. 111. Jawohl, reicht. So, und jetzt heißt es für mich, ich muss das alles jetzt durchbraten. Macht natürlich absolut keinen Sinn, das so zu machen. Macht natürlich absolut keinen Sinn, das so zu machen. Das heißt, wir nehmen mal das da. Machen das 16 neue draus und dann machen wir mal gleich zwei Öfen. Und dann kommen die schon mal hier hin. So. Und dann heißt es zack. Durch drei. Sind das jetzt 22? Sonst sind 37 und dann schauen wir mal, wie weit das mal kommen. Lassen wir brennen. Gut, in der Zeit können wir 1 Uhr, man soll sich immer so merken, 5. Vielleicht sehe ich hier einen Cutten. Wie gesagt, mir kommt es immer so vor, als denen das immer wieder mal nachwachsen. So, F9 mal ausmachen. Das ist momentan mehr nervig, als dass es hilft. Was ich auf jeden Fall mal machen kann, ist noch ein paar Orks in der Zeit umhauen. Die können wir immer gebrauchen. Dann werde ich jetzt wohl hoffentlich selber noch finden. Also ich bräuchte Büsche, Karten, Bären, nehme ich auch. Wenn ich jetzt natürlich so in dilettant gewesen wäre, mein Bett mitgenommen hätte, dann hätte ich sagen können, okay, ich halt erstmal hier schlafen und suche ein bisschen weiter. Nee, aber das bringt mich dazu, dass ich auch meinen Schlafsack vorantreibe. Bist denn du? Banded Iron. Okay. Zwei. Bisschen zu. Ein Jüssel. Das war, glaube ich, der Bereich, wo ich am Anfang gespawnt bin, ne? Ich sehe gerade die große Ölquelle. Hier sehe ich halt gar nichts. 25 Grad.
Absolut nada. Auf jeden Fall habe ich, einen Vorteil, wenn ich jetzt dann, weil ich hier meine Base ja aufbaue, wenn ich dann nach oben gehe, da habe ich immer einen guten Absprungspunkt für meinen Gleiter. Auf jeden Fall Holz. Kann ich gleich wegmachen. Also Karten wird auf jeden Fall interessant. Aber wenn ich es nämlich nicht finde, werde ich ein kleines Problem kriegen. Ich wüsste nicht mal, wo ich... Ja, nee, da ist er. Geprallt. Alle anderen gehen kaputt. Er ist nur abgeprallt. Schön. Das ist eine schöne Fläche. Oh, sehr schön. Stein, wollte ich sagen. Ja, man wird wieder für so Kleinigkeiten abgelenkt, ich weiß. So, aber... Ne? Wir haben jetzt unseren ersten Bereich für die Base. Ja. Es wird schon mal alles geclaimed hier. Und das wird schon mal geladen. Weil das heißt, wenn ich jetzt nämlich dann gleich ein bisschen weiter unterwegs bin, komme ich zurück und wenigstens meine Felder sind gewachsen. Was ich auf jeden Fall aber bedenken sollte, ist, wenn ich jetzt dann lostucke, sollte mir was zum Essen mitnehmen. Also das da auf jeden Fall. Das nehme ich mir auch komplett mit. Das auch. So, was habe ich momentan in meiner Tüte drin? Okay, also die Blaubeeren lassen wir da. Das Fleisch lassen wir da. Das tun wir raus, das essen wir nämlich gleich. Dass wir noch eine warme Mahlzeit im Bauch haben, bevor wir loslaufen. Vorher natürlich ins Bett gehen, bevor ich Kameraden für unterwegs mit kriege, wo ich nicht will. So, Clay kann ich natürlich auch gleich mitnehmen. So, schauen wir mal, wie viel das wir schon haben. 66 Stück. So, hätte ich gesagt, machen wir da nochmal ein Dreier draus. Dann kommen die alle ja da rein. Du bist auch weg. Und Erze brauche ich momentan auch nicht. Da habe ich momentan noch viel zu wenig, dass ich das sammeln könnte. So, das heißt, wir hauen mal unser Bett ab und nehmen mal das Bett mit. Also, brauchen tue ich viel. Da haben wir dann gute Chancen, dass wir auch das finden. Hoffe ich. Daumen drücken. Erstens lerne ich gerade die Nachbarschaft kennen. Schöner Bienenkorb. Tag. Ja, ich habe mich auch gelacht. Okay. Warte mal, bis ich zurückkomme, dann lache ich über dich.
Das Messer. Okay. Da haben wir auch immer eine warme Mahlzeit. Oh, ich sehe da was. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ich habe meine ersten Bäumchen. Nutmeg. Die werden gleich abgeschlagen. Und der Baum wird komplett verwertet. Erstens brauche ich sowieso. Okay, an dem Baum war jetzt mehr. Ah, doch. Einen Hammer. Uah! Lauf, 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 Forest, lauf! Oh, mit dem will ich nicht spielen. Aber gewiss nicht. War noch weggekommen. Pass auf die Bären. Da wäre mir sogar wurscht, wenn da Karten wäre. Komme ich zurück beim Rückweg. Aber hier gibt es schon mal einigermaßen schöne Bienenkörbchen. Das ist, glaube ich, jetzt der dritte. So, aber das mache ich auf jeden Fall. Ich merke schon, hier haben sie Spaß, die Viecher. Ja, und jetzt habe ich keinen Spaß mehr, weil ich habe keine Axt mehr. Und mal ganz schnell eine bauen, kann ich halt vergessen. Also Axt weg, Mattock her. So, hier läuft Schinken rum. Willow Sapling, sehr gut. Bäumchen, die wir noch nicht haben. Also was auch cool wäre, wäre ein... Maplewood. Ich habe leider kein Bone Meal dabei, ne? B. Maple. Gut. Einfach mal einen Waypoint her machen. Was ich ja leider auch noch nicht bis heute rausgefunden habe, ne, ist teilweise, wie man von Biomes of Plenty auch mal Bäumchen macht, ne? Aber ich merke schon, ich werde nicht lang unterwegs sein. Inventar schon wieder, Forstbull. Werkzeuge teilweise kaputt. Ja, hier eine Leiter nehmen können. Fällt mir jetzt so auf. Oh, sehr schön, hab ihn. Und was bin ich denn eigentlich für ein Biom? Temperierter Regenwald. Brauche ich keine. Mit
Burnen hätte ich verhandelt, aber nicht mit. So, was haben wir denn hier? So, wir haben hier. Herr Simon. Lemon. So, das heißt, ich schmeiß dich mal schnell weg. Dann habe ich die mal schnell gegessen. Also Dschungelbäume habe ich auf jeden Fall. Also ich muss schon sagen, Starkgebiet ist stark. Kokosnuss? Ich habe die Kokosnuss geklaut. War dann so ein kleiner Insider von früher. Gab es mal so eine Witze-CD. Oder Witze, nein, Witze-Schallplatte. Ja, ja, es wird einige sagen. Okay, ich muss abschalten. Der ist viel zu alt. Ja, genau. Ja, und dann habe ich mir, und da war immer das Lied drauf. Wer die Kokosnuss geklaut. So, was ich schauen wollte, Persimmon. Ist Persimmon ein auch was, was man als Baum mehr machen kann? Jawohl. Also macht dann auch Sinn. Dann schauen wir mal, wie viel Dschungelbaum das da dran hängt. Das muss weg. Das muss weg. Oakleaves, Oakleaves. Einmal habe ich Jungle Leaves noch gelesen. Da waren's. Ich sehe aber leider keine Säpplinge. Oh, jetzt sind die ganzen Nutmegs natürlich jetzt schon weg. Ja, aber ich komme wieder. Wir machen uns mal einen Waypoint mit weiter. Das heißt, wir müssen dann hier weiterlaufen. Und jetzt gehen wir erstmal zurück. Geben alles ab. Was sinnig und was unsinnig ist. Was bist du eigentlich? Bist du ein Vierwort oder ein Oak? Du bist auch ein Oak. Okay. Auf jeden Fall kann ich mir noch die Axt reparieren. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, dann habe ich auch Treibsand schon gesehen. Treibsand ist wichtig. Uah. Na, Ferkel? Ja, wobei, Ferkel, weiß nicht, ob du so klein bist. Ja. Ich habe auch meinen Schlafsack mitgenommen. Maplewood. Genau, Bone Meal muss ich noch mitnehmen. So, wir machen mal ein bisschen kleiner. Ja, okay. Muss einfach nur geradeaus laufen. Passt. Ich bin gerade irgendwie total glücklich, dass ich noch keinen Scoop habe. Die bestimmt auf die glorreiche Idee kommen. Hallo Zombie. Ich habe mit dir noch keine Lust zu spielen. Momentan versuche ich euch nur aus dem Weg zu gehen.
So, jetzt muss ich nur aufpassen. Dass ich jetzt nicht alle Dschungelsäpplinge verballe. So, ob ich jetzt alles gerade richtig eingestellt habe, habt ihr vielleicht gar nicht mitgekriegt, wenn ihr nämlich jetzt keinen Pling gehört habt. Habe ich alles richtig gemacht? Wenn ihr einen Pling gehört habt, habe ich alles nicht richtig gemacht. So, ich bin schon mal zu Hause. Also, jetzt brauche ich auf jeden Fall mal aus meiner Holzbox. Ich brauche auf jeden Fall die Kokosnuss. Und ich brauche auf jeden Fall die Lemon. Ich hätte gesagt, mach mal so. Dann verbreiten wir mal die Kiste als allererstes. Jetzt hoffen wir mal, dass wir dadurch dann so viel Platz hier haben, dass wir das Zeug alles reinkriegen. So, da kommen die Säpplinge. Oh, Willow ist neu. So, haben wir das. Wie viel von dem Oak-Zeug brauche ich eigentlich? Oak-Zeug. Ich schaue die ganze Zeit Oak-Bäume an und darum denke ich, ich brauche Oak. Nein, ich brauche kein Oak. Ich brauche Weizen. So, was haben wir hier? Sugarcanes brauchen wir 64 Stück. Da arbeite ich schon dran. Da brauche ich 32. Da brauche ich Flor zum Mehl. Da brauche ich Juice. Und dann nehme ich natürlich Leder. Weil das brauche ich nämlich viel, viel öfter. So, was ich jetzt auf jeden Fall gucken muss. Also das kann ich auf jeden Fall da lassen. Das lasse ich da. Die Zitrone lasse ich da. Persimmon. Halt. Persimmon. Nein. Naja. So weitergeht, habe ich keinen Dschungel mehr. Da haben wir nochmal einen Weizen. Schauen wir mal, wie weit sind unsere Viecher. Die sind alle groß. Darf sie nur nicht zu voll hauen. Weil der Bereich ist dann doch ein bisschen klein. So, da fehlen noch 2%. Und wir sind schon mal bei 8. So, dann hüpfen wir mal bei den Ferkeln rein. Und wenn ich das richtig gesehen habe, funktioniert das auch.
Dankeschön, ich habe glückliche Schweinchen. Wenn ich jetzt noch... Oh, das ist der erste, den, wo ich mal nicht bekommen habe. Sehr schön. Ich habe schon gedacht. Bleibt ist jetzt Standard. So, also Weed. Also die Weed-Quest hätte ich eigentlich ganz schnell abgeschlossen. Sobald ich an einem Dorf vorbei laufe, wo es Felder gibt. So, dann hätte ich jetzt mal gesagt. Also, wir reparieren die Axt. Ich brauche nicht dabei eine Feder. Die kann ich da lassen. Ich brauche nicht dabei einen Eimer. Ich brauche auch keinen Dirt. Ja doch, den Dirt nehme ich mit. Dirt kann man brauchen. Oakwood, Junglewood. Aber bevor wir nochmal lostuckern. Machen wir das. Und wir claimen. So. Und was muss ich jetzt machen? Ah, das sind einfach nur 4. Ah, das ist ja... Das ist ja easy. Was, 26? Also, dass ich jetzt 26 Stück gemacht habe, ist mir neu. Aber wenn du das sagst, ist alles gut. So, die schmeiße ich rein, weil die werde ich so oder so nochmal brauchen. Und das machen wir jetzt über diesen Umweg. Das heißt, ich habe auf jeden Fall auch mit dem Berg weiterzuarbeiten. F9. Genau. Ah, das ist der Eingang. Okay. Schlagen wir das mal raus. Also richtig, richtig schön bauen kann man natürlich erst, wenn man auch mehr Material hat. Das ist ja klar. So, aber wir haben unseren ersten Coke-Ofen. Und jetzt wisst ihr, warum das so wichtig ist, dass man die ganze Zeit Holz produziert. So, den haben wir und claimen wir. Die sind beide sehr nahrhaft. Also das ist was zum Rumlaufen. Das ist was für gleich. So, dann die Zäune. Brauche ich nicht dabei. Das kann ich mal mitnehmen. Dann, das da kommt weg, das da kommt weg. Ich brauche auch keine Treppen. Nicht mal für einen Treppenwitz. Gravel. Brauche ich auch nicht hierbei erstmal. So, okay, also der läuft. Das heißt, you need more wood, Spruce und Jungle Sapling, jeweils 4. Das ist auch eine sehr schöne Aussage. Es ist Zeit, deinen Ofen mit deinen neuen Kohleofen, Kokofen mit einigem Holz zu füllen. You're looking for the most efficient way to plant trees. Try to find some spruce saplings and some jungle saplings. Spruce can be planted in a 2x2, keine Ahnung, wie man das ausspricht, grid to get bigger trees. Ja.
was wir noch hinschreiben können, du kannst dir aus jedem Sapling einen GT++-Baum machen. Und danach hast du auch keine Holzprobleme mehr. Ist der da, der Rainforest Oak Sapling, braucht man einen 7 Sticks und ein Bone Meal. So, Bone Meal haben wir. Das haben wir auch. So, dann kommst du dahin, du kommst dahin, du kommst rum und ich habe meinen Rainforest Oak Sapling. So, die Wildnis hat uns wieder, aber auch nur ganz kurz, weil das wird jetzt auch gleich mitgejunkt. Ich weiß halt leider nicht, ob ich es schaffe, dass der halt komplett wächst bis zum Ende der Folge. Wäre nicht schlecht. Und ich habe leider zu wenig. Ja, die Wood Ash aus Witchery. Ja, doch, wobei. Doch, die sogar gehen. Ich könnte Saplinge. Ja, aber ich brauche einen Knochen. Ich bräuchte einen Knochenmann. Aber ich will keinen Knochenmann haben. Die sind mir momentan noch ein bisschen zu gefährlich. Also da hätte ich schon ganz ein bisschen Rüstung haben und ein bisschen Waffen. So, ein paar Sekunden habe ich noch. Dann hätte ich mal gesagt, dann bastle ich mir mal die erste Waffe. Jetzt muss ich aber erstmal noch was gucken. Und zwar, es gibt doch... Ach nee, der ist erst mit 1,12 dazugekommen, ne? Schauen, aber ich glaube, der Baum mit den Strings ist erst in 1,12 dabei. Leider ja. Okay. Ja, der Baum ist schon gewachsen. So. Was ich auf jeden Fall machen muss, wenn ich jetzt den Baum fäll, muss das Ding mitnehmen. Bin mir nicht mal sicher, ob die 60 Leitern reichen. So, Mattock. Ah, aber es gibt ja Gott sei Dank auch Tricks. Dass man weiter nach oben kommen kann. Die mal jetzt ändern. Und da kann man auch so arbeiten. Da habe ich eher die Bedenken, dass ich es nicht schaffe, bevor es dunkel wird. Weil bei den Bäumen hast du halt ein Glück.
Aber da ich schon einigermaßen was gelesen habe, dass sie jetzt an den Multiblöcken von GT++ rumspielen wollen, kann ich mir irgendwann vorstellen, dass die GT++ mit reinbauen und die Bäume aber weglassen. Ich hoffe, dass sie dann auch so fair sind und die Bäume auch mit reinmachen. Aber wenn dann ordentlich geortigt. Ich glaube, ich bin gleich am Himmelsschloss angekommen. Wenn ich jetzt hier oben Riesen finde, ne? Dann hab ich die falschen Bohnen verwendet. So wäre es natürlich viel angenehmer. Ich habe meine Lampe-Ex, ne? Aber haben wir noch nicht. In der Hinsicht ist es dann vielleicht doch angenehm, Spruce Wood und den anderen zu verwenden, aber ich habe es halt momentan noch nicht. Aber den konnte ich mir schnell bauen. Ich habe gar nicht gewusst, dass der da oben so verwinkelt ist. Aber eigentlich fällt er ja immer ziemlich gut. Ich kann auch immer wieder Bäume hinpflanzen. Also ich habe jetzt da noch nicht gesehen, dass das nicht so ist. Hat er in der Hinsicht wenigstens super gearbeitet. Oder ich muss dann irgendwann mal aufpassen, dass ich 1000 Kronen irgendwo oben hab, nur nicht von unten sehe. Wäre dann auch lustig. Bin ja mal gespannt, wie viel Leitern, dass ich jetzt verliere. Auf welcher Höhe bin ich jetzt eigentlich? Auf 168. So. Das heißt, ich will sowieso runter. Weil wir wissen ja, ne? Dieser Baum, der ist was für die Endcut. Also für schnelle Entrümpeln. Beziehungsweise, das wird sogar noch ein bisschen länger dauern. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall eine gute Holzproduktion da. Ich hoffe, dass da nicht zu viel spawnen kann. Aber ich möchte noch ein bisschen Kohle rausholen. Und dann können wir nämlich noch ein bisschen Fackeln machen. So. 8 Zepplinge haben wir auch schon. Also die gehen mir nie mehr aus. Und Wahnsinn, ich habe schon über einen Stack an dem Holz. Ja, da wirst ja nordisch. So, den Bogen baue ich jetzt leider nicht mehr. Denn das heißt, wir machen das nächste Mal. Denn für mich heißt jetzt hier die Wand angleichen. Den Berg angleichen, eventuell noch den Baum fällen, hier auch noch ein bisschen begradigen, hoffen, dass noch mehr Weizen wächst und mehr Bäumchen. Genau, und dann stelle ich dich wieder dahin, hau den Flint rein, den wir nämlich brauchen, und Anregungen, Infos oder sonstiges bitte in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns wieder das nächste Mal. Und natürlich jetzt noch schön dabei bleiben.
beim Speed Race vom Berg abtragen. Bis dann, ciao.